Kapitel 5 Latias. Die Herkunft einer Legende. Die Suche nach Ivy auf der kleinen Insel hatte begonnen. Da es bereits spät am Abend war, würden wir für den Abend ein Lager in der kleinen Höhle aufschlagen. Den folgenden Tag würden wir komplett für die Suche nutzen. Sollten wir Ivy nicht finden, würden wir einen Tag später zur Gilde reisen. Auch wenn ich hoffte, dass der Flug etwas kürzer war als bis zu dieser Insel. Denn auch wenn Blood bisher eine angenehme Reisebegleitung war, er war doch etwas zu schwer, zumindest auf Dauer. Ich merkte erst jetzt bei der Rast, wie ausgelaugt ich nach der Reise wirklich war. Ich war es nicht gewohnt, entwickelte Pokémon auf längere Dauer als Mitflieger zu haben. Wir machten uns ein kleines Lagerfeuer und Blood erklärte sich bereit, noch ein paar Bären zu suchen, damit wir nicht mit leerem Magen schlafen gehen würden. Er war zwar nicht lange weg, aber in den paar Minuten wurden mir einige Ereignisse des Tages erst wirklich bewusst. Ivy hatte sich seit 3 Jahren nicht mehr bei uns gemeldet. Aber es war nicht unsere Schuld, wie ich befürchtet hatte. Sie hatte so viel durchgemacht. Und ich wusste, wie sie sich durch den Krieg verändert hatte. Vermutlich gab sie sich selbst Schuld an ihrer Niederlage und Groudons Rückkehr. Doch gleichzeitig hatte ich Hoffnung, Ivy würde ihren Prinzipien treu bleiben. Und wenn sie sich wirklich die Schuld an allem gab, so wie ich dachte, dann würde sie niemals aufgeben, bevor sie nicht alles versucht hätte, um ihre eingebildeten Fehler wieder gut zu machen. Außerdem hatte sie anscheinend tatsächlich einen Bruder, von dem niemand etwas gewusst hatte. Ivy war wirklich immer für eine Überraschung offen. Und wie sich schon bald herausstellen würde, kannten wir immer noch nicht alle von ihm. Blood war seiner Schwester in einigen Aspekten wirklich ähnlich, auch wenn es eher war wie Ivy vor ihrem Verlust. Er war offenbar ein wirklich angenehmer Zeitgenosse. Auch wenn ich etwas verwirrt war, da er erzählt hatte, dass er jünger als Ivy sei. Er verhielt sich jedoch eindeutig erwachsener, als sein Alter es einen wohl glauben lassen würde. Andererseits war er vermutlich in einem ähnlichen Alter wie Bulby und Shinux, die inzwischen bereits gemeinsam ein Kind großzogen. Ein paar Minuten später kam er mit einem ganzen Haufen Bären wieder zurück. Ich glaube, das sollte für uns für die Zeit auf der Insel reichen. Dann können wir uns morgen komplett auf die Suche fokussieren. Wir saßen anschließend beide still am Feuer und stärkten uns. Die Stille war nicht von der unangenehmen Sorte, sondern eher von der besinnlichen. Nach kurzer Zeit begannen wir uns etwas zu unterhalten. Dieser Chelast, wie war er denn so? Ivy scheint ihn ja wirklich sehr geliebt zu haben. Chelast war... Es ist schwer zu beschreiben. Er war eine kühle, berechnende Persönlichkeit, doch gleichzeitig offen und humorvoll. Eigentlich sehr gegenteilig zur damaligen Ivy, muss ich sagen. Sie haben sich nicht geliebt, da sie sich ähnlich waren, sondern da sie sich ergänzten. Aber eine Sache hat beide doch verbunden. Sie waren unfassbar leidenschaftlich. Sie haben immer alles gegeben, um ihre Ziele zu erfüllen. Dies war auch der Grund, weshalb Chelast letztendlich starb. Er wollte seine inneren Dämonen bekämpfen und vernichten, doch am Ende vernichteten sie ihn. Aber das Schicksal wollte es wohl so. Denn nur durch diesen Zwischenfall fand Ivy damals die Kraft, ihre Macht zu kontrollieren und letztlich Chelast zu rächen. Der Grund für Chelasts Tod, dieser innere Dämon, wie du gerade sagtest. Es war Groudon, oder? Ja, er hat zu oft für Chelasts Leid gesorgt. Die Bösartigkeit dieses Pokémon ist nicht in Worte zu fassen. Was mich beinahe schockierte, war, dass er tatsächlich aus dem Höhleneingang hinaus in die Sterne blickte und nachdachte. Ich glaube nicht, dass Groudon wirklich boshaft ist. Wie konnte er über denjenigen so denken, der seinen gesamten Stamm im Moment quälte? Seine Familie. Bist du verrückt? Bei allem, was er tut und getan hat, glaubst du, dass er nicht böse ist? Nein, das denke ich nicht. Natürlich will ich damit nicht schönreden, was Groudon tut. Es ist falsch, von vorne bis hinten, aber all die Zeit, die er uns bereits tyrannisiert, ich weiß, dass einige andere es auch spüren. Irgendetwas geht in seinem Inneren vor, in seiner Seele. Er ist ein emotional gebrochenes Wesen. Ich weiß nicht weshalb, aber ich spüre es ganz genau. Groudon ist nicht böse, sondern handelt aus Verzweiflung heraus.
aus Verzweiflung heraus? Ich konnte wirklich nicht glauben, dass gerade Groudon von all den Pokémon nicht böse sein sollte. Immerhin war er Celasts Mörder gewesen. Doch gleichzeitig wusste ich, dass ich durch all diese Ereignisse natürlich auch nicht neutral gegenüber diesem Pokémon stand. Blatt schien zu bemerken, dass dieses Thema uns nicht wirklich voranbringen würde. Daher wechselte er es. Zumindest konnte Eevee durch ihn endlich die Kraft ihrer Blutlinie entfesseln. Die Kraft ihrer Blutlinie? Stammt daher ihre Kraft? Blatt wirkte sehr verwirrt. Du weißt nichts davon? Hat Eevee euch nie davon erzählt? Ich bezweifle stark, dass sie selber irgendwas wusste. Sie suchte oft selber nach der Quelle ihres Fluches. Ich erschrak, als ich bemerkte, wie schockiert Blatt wirkte. Sie weiß es selber nicht, aber... Dann hat sie ihre Kraft noch gar nicht entfesselt. Daran lag es. Ihre Kraft entfesselt? Was meinst du? Sie hat sich doch entwickelt. Ja, aber alles, was ihr geschehen ist, blieb im Rahmen der Existenz eines Pokémon. Die Kraft, die unserer Blutlinie weitergegeben wird, ist mächtiger, als ein Lebewesen es sein könnte. Sie ist etwas Höheres. Auf meine fragenden Blicke hin begann er mir die Legende einer Blutlinie zu erzählen, mit der ich selbst in einer mysteriösen Verbindung stand. Die Legende der Blutlinie des Drachen. Unsere Geschichte begann vor einer langen Zeit, in einer anderen Welt, in eurer, soweit ich weiß. Sie begann in der Ära des legendären Schattendämon. Falls du es nicht wusstest, du bist tatsächlich nicht die erste Latias. Bereits vor mehr als 100 Jahren kämpfte sie gegen den Schattendämon und verbannte ihn. Rund 100 Jahre später setzte sich ihre Geschichte fort. Nach ihrem ersten Sieg über den Schattendämon wurde sie von Darkrai ebenfalls verbannt. Aber sie hinterließ ein Erbe. Und als die Rückkehr des Dämons anstand, kehrte sie in einer neuen Gestalt wieder und schaffte es wieder, ihn zu stürzen. Rund 10 Jahre später kam die Ära letztlich zu einem Ende. Mit Darkrais Rückkehr und der endgültigen Vernichtung des Schattendämonen. Das Pokémon, das den Dämon damals mehrfach bekämpfte und letztlich vernichtete, war unsere Urgroßmutter. Auch unser Urgroßvater hat mitgekämpft. Und unser Opa und unsere Oma beim letzten Mal. Die Kraft, die unsere Urgroßmutter damals nutzte, war die Kraft von Latias. Tatsächlich war die Seele der ersten Latias die Seele, aus der letztendlich unsere Urgroßmutter erst entstand. Tatsächlich war die Seele der ersten Latias die Seele, aus der letztendlich unsere Urgroßmutter entstand. Die ersten beiden Generationen unseres Stammbaumes hatten alle die Kraft der ersten Latias, das Erbe des Drachen. Anschließend war die Rettung der Welt durch unsere Familie nicht mehr nötig und somit auch diese Macht nicht. Aber alle wussten, wenn die Zeit gekommen war, würde ein weiteres Pokémon mit der Kraft des Erbes geboren werden. Und es war uns schnell klar, es war Eevee. Sie hat Mächte, die jenseits jeder Realität spielen. Auch ihre Entwicklung hing mit dieser Macht zusammen, aber wenn sie überhaupt nichts davon weiß, dann kann sie ihre wahre Macht noch gar nicht entfaltet haben. Die Bedeutung dieser Legende war in vielen Ebenen unfassbar. Eevee war eine Nachfahrin der legendären Dämonenschlechterin, die eine Reinkarnation der ersten Latias war. Was die Situation noch verschärfte war, dass wir diesen Pokémon bereits begegnet waren. Fate, Thunder. Eevee war bereits einmal ihren Urgroßeltern begegnet, ohne dass irgendjemand es wusste. Sie war eine Nachfahrin der beiden und hatte Mächte in sich, die ihre jetzigen noch einmal übertrafen. Wenn wir sie finden würden, dann könnten wir ihr helfen, diese Macht zu finden. Außerdem würden wir zusammen Groudon gegenübertreten. Und dann wäre es kein Kampf. Gegen so eine Macht würde Groudon in Sekunden fallen. Doch erst musste Eevee von ihrer wahren Kraft wissen. Hast du eine Idee, wie sie dieses Erbe des Drachen freisetzen könnte? Meine Eltern hatten mir Erzählungen von Uropa Thunder weitergegeben. Er sagte, dass keiner es zu 100% weiß, doch eine Stimme würde ertönen, sollte die Macht sich zeigen. Spüre Schmerz, spüre Zorn. Das Erbe des Drachen nährt aus Verzweiflung. Nimm den Schmerz und wandle ihn in Kraft. Irgendwas in die Richtung war es. Es heißt, sollten wir Eevee finden, könnte sie ihre Macht bereits entdeckt haben. Sie wird viele seelische Schmerzen in sich tragen. Wenn das Erbe tatsächlich Schmerz nimmt und in Kraft umwandelt, dann muss es bereits geschehen sein. Vielleicht hat sie es aber nicht erkannt. Wir müssen sie umso dringender finden.
Wieder blickte Blatt in den Sternhimmel. Der Mond stand bereits hoch. Du hast recht, und das werden wir. Ivy ist eine Auserwählte. Aber auch ich muss meinen Teil in ihrer Prophezeiung spielen. Ich muss ihr dabei helfen, die Wahrheit zu erkennen. Dafür bin ich hier, und ich werde sie nicht im Stich lassen. Koste es, was es wolle. Wir werden sie finden. Und dafür sollten wir uns beide nun zur Ruhe begeben. Es ist bereits spät. Er hatte recht. Wir legten uns beide für den Abend zur Ruhe, um am nächsten Tag Ivy zu finden. Ich glaube nicht, dass ich die Einzige war, die es nicht überraschend fand, aber am nächsten Tag suchten wir die gesamte Insel ab und fanden interessante Dinge heraus. Von Ivy jedoch keine Spur. Stattdessen trafen wir zwei besondere Pokémon. Ich hatte beide bereits im Krieg in der Menschenwelt gesehen. Sie waren beide Teil des Teams von Pokémon-Champion Olaf gewesen. Ein Gewaldro im Dschungel und ein Amphira in der Höhle, in der Ivy einst gelebt haben musste. Sie schien mich ebenfalls zu erkennen und gab mir eine seltsame Nachricht mit, nachdem sie uns erzählte, dass sie Ivy nicht gesehen hatte. Sie sagte mir etwas, was ich mir noch merken musste. Sollte sich jene Menschenseele in diesem Weltenbaum verirren, welche noch nicht die Kraft spürt, schicke sie zu uns. Rayquaza hat es zu unserer Aufgabe gemacht, zu warten, um diese Menschen zu lehren. Ich war mir zwar nicht sicher, weshalb man dieser Aufgabe nachgehen sollte, da Menschen in der Welt der Pokémon trotz allem nicht gerade die Regel sind. Andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein Pokémon wie Rayquaza eine derartige Entscheidung willkürlich treffen würde. Doch dies hieß weder, dass es bald geschehen würde, noch dass es irgendetwas mit mir zu tun haben würde. Dementsprechend merkte ich es mir zwar, aber stempelte es als eher unwichtig ab. Am Abend waren wir wieder beide in der kleinen Höhle, während der Mond bereits am Himmel stand. Die Suche hatte uns ziemlich erschöpft und wir waren natürlich beide etwas enttäuscht, dass sie keine Früchte getragen hatte. Da wir jedoch auch beide damit gerechnet hatten, war es nicht zu schlimm. Ich denke auch, dass es trotz allem eine sehr interessante Tour für uns beide war. Wir konnten den Ort kennenlernen, an dem Ivy aufgewachsen war und von dem das Team um Bulby sie einst befreit hatte. Latias, wie stehen du und Ivy eigentlich wirklich zueinander? Die Frage kam wie aus dem Nichts, aber ergab aus Blatt sich durchaus Sinn. Ich überlegte kurz, was ich wirklich antworten sollte, entschied mich aber letztlich für die komplette Wahrheit. Unser Verhältnis war immer gut. Ich verstehe mich allgemein mit allen aus dieser Welt stammen wirklich gut. Ich fühle mich mit ihnen einfach verbunden. Auch da ich weiß, was ihnen allen passiert ist. Bulby ist von zu Hause weggerannt, Shinox hatte nie Eltern, Seamoth war einsam, Chelast ebenfalls. Und was mit Ivy war, weißt du ja genauso gut wie ich. Ich habe mich letztendlich für sie verantwortlich gefühlt, für sie alle. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach allem eine Art Mutterrolle für sie angenommen hatte. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie selber es so fühlen. Nach Chelasts Tod isolierte sich Ivy aber regelmäßiger von anderen, auch von mir. Ich habe oft versucht, ihr beizustehen, aber sie wollte alleine sein. Und das habe ich auch respektiert. Sie hat sich ein wenig von uns allen distanziert. Je mehr Zeit verging, desto weiter. Vor allem nach dem Ende des Krieges. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin. Lange dachte ich, dass Ivy einfach nichts mehr mit uns zu tun haben will. Aber vor allem jetzt, wo ich hier bin, ich habe sie vernachlässigt. Ich hätte früher kommen müssen. Sollten wir sie finden und sie ist nicht bereit, sich uns anzuschließen, dann ist das allein meine Schuld. Blatt versuchte, mich ein wenig zu beruhigen. Sie hat all die Zeit lang nie auch nur ein schlechtes Wort über dich gesagt. Sie schätzt dich sehr, das weiß ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich weigern wird. Mir blieb nicht wirklich viel als zu hoffen, dass er recht behalten würde. Doch um das herauszufinden, mussten wir weiterreisen. Auf nach Schmuckstadt.